Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte an einer digitalen Hochschullehre. Im Moment, das wissen Sie, diskutieren wir darüber, inwieweit wir im Wintersemester in die Präsenzlehre zurückkehren können. Und wenn ich die Stimmungslagen in den sozialen Netzwerken, aber auch bei uns an der Universität richtig interpretiere, ist es so, dass man zumindest sich darauf vorbereiten sollte, dass einzelne Formate höchstwahrscheinlich unter den derzeitigen Bedingungen als digitale Formate angeboten werden. Das betrifft zum einen große Vorlesungen, zum anderen vielleicht auch größere Seminare und möglicherweise können wir uns alle in Präsenzlehre wiedersehen mit digital gestützten Formaten, die wir jetzt aus unseren Erfahrungen aus dem Sommersemester mitbringen und an denen wir gerne festhalten wollen. Ich würde gerne eine neue Reihe aufsetzen zu dem Thema digitale Lehre, die jetzt nicht mehr nur Tools, Software und so weiter, also die Ermächtigung zu dem Fernunterrichten in den Mittelpunkt stellt, sondern tatsächlich auch didaktische Prinzipien formuliert und an Best Practices vorführt, wie man in der Distanz unterrichten kann, also das heißt digital gestützt unterrichten. Damit Grundlage dafür sind eigentlich zwei Beobachtungen. Die eine ist die, dass es nicht ausreichen wird, wenn wir uns in der digitalen Hochschullehre darauf zurückziehen, anstatt von Präsenzveranstaltungen einfach in den digitalen Raum zu wechseln, eine Videokonferenzsoftware anzuschalten und dann zu hoffen, dass sich der Austausch und die gemeinschaftliche, konstruktive Erarbeitung von Wissen an einer Universität, dass sich das einfach umsetzen lässt in einem digitalen Raum, ohne dass man didaktische Anpassungen vornimmt. Zum Zweiten ist es eine Beobachtung, und dafür muss ich mal ganz kurz auf Twitter umblenden, hier exemplarisch mit einer Umfrage an der Universität Göttingen. Sie wissen, wir haben diese Umfragen auch an der TU Dresden durchgeführt, und zwar für Lehrende und für Studierende. Und sie werden auch an anderen Hochschulen durchgeführt. Und ich möchte auf einen zentralen Punkt hinaus, und vielleicht gehe ich da ganz kurz drauf, nämlich, dass in Bezug auf Online-Lehrveranstaltungen 3 von 4 Studierenden an der Universität Göttingen, das sieht aber in Dresden auch nicht anders aus, asynchrone Angebote wie die Bereitstellung von Lehrmaterialien und Videos zum zeitsouveränen Eigenstudium bevorzugen. Also zwei Dinge mit dem Anschalten einer Videokonferenzsoftware ist es nicht getan. Zum Zweiten, Studierende äußern ganz klar, dass sie asynchrone Formate bevorzugen und das wird Gegenstand und Ausgangspunkt für diese kleine Reihe zur digitalen Lehre sein. Und ich zeige Ihnen auch noch die Antwort von Jürgen Handke auf diesen Tweet. Das ist doch seit Jahren bekannt. Das jetzige Emergency Remote Teaching ist, wie heißt, eine Notlösung, noch dazu mit geringer Nachhaltigkeit. Daran gilt es zu arbeiten, daran gilt es sich zu orientieren und ich würde diese kleine Reihe gern benutzen, um mit Ihnen die digitale Hochschullehre ein wenig weiter voranzubringen. Und möchte deshalb ganz kurz Ihnen vorstellen, was Sie in dieser Reihe erwartet. Zunächst einmal, alles das, was ich hier vorstelle, wird auf Twitter diskutiert unter dem Hashtag Twitter Campus und Twitter Lehrerzimmer, abgekürzt TWLZ. Und weil sich tatsächlich die Prinzipien für die digitale Hochschullehre und für den Unterricht im Klassenraum noch nicht einmal so stark voneinander unterscheiden. Klar, es sind die Adressaten andere, die Inhalte auch der akademischen Lehre sind andere, auch das Reflexionsniveau, das mag alles sein, aber in den didaktischen Grundprinzipien, zum Beispiel das Blended Learning, ähneln sich diese beiden Vermittlungsformate und diese Institutionen im Hinblick auf die Vermittlung im Fernunterricht tatsächlich sehr. Alles Weitere, was ich twittere, wird hier unter dem Hashtag GSW TU Dresden, also TUD, veröffentlicht, sodass wir auch intern innerhalb der Hochschulkommunikation miteinander in Kontakt stehen. Was ist Inhalt dieser kleinen neuen Reihe Digitale Lehre? Zunächst einmal
vom Ausgangspunkt aus gesehen, also dem Bedürfnis der Studierenden nach asynchronen Lernformaten und der Beobachtung, dass viele Lehrende mit dem Anschalten von Videokonferenzsoftware nicht so zufrieden sind, vor allem dem Feedback der Studierenden, möchte ich vor allen Dingen gerne Blended Learning Formate in der digitalen Hochschullehre vorstellen. Und zwar in den typischen Lehrformaten akademischen Unterrichts, nämlich der Vorlesung, dem Seminar und Übungen, Tutorien eingeschlossen. Vielleicht wichtig zu wissen ist, dass ich Geistes- und Sozialwissenschaftler bin, also Germanist, also Linguist, und dementsprechend darauf meinen Fokus lenke. Es ist durchaus möglich, dass ich damit nicht alle Bedarfe, zum Beispiel in den Ingenieurwissenschaften oder in der Medizin oder in der Chemie, treffe. Ich würde deshalb darum bitten, dass, wenn sich jemand dafür interessiert und vor allen Dingen aus eigenen Erfahrungen berichtet, mit mir Kontakt aufnimmt, sodass wir das in dieser kleinen Reihe unterbringen können, zum Beispiel in Form eines Interviews oder eines anderen Best Practices, das vorgestellt wird und das ich dann hier mit hosten oder zumindest vorstellen würde. Das Zweite, ich würde gern die Tools, die ich in anderen Kontexten schon vorgestellt habe oder andere Kolleginnen schon vorgestellt haben, für die digitale Hochschullehre gern in diesen Kontext noch einmal einbetten und deutlich machen, welches Tool Sie an welcher Stelle für welche Zwecke verwenden können. Und würde mich da auch speziell an den Bedürfnissen der Technischen Universität in Dresden orientieren, denn hier haben wir besondere Bedingungen. Über den Support und über die Bereitstellung von bestimmten Tools. Ich sage nur Matrix, Riot Messenger, BigBlueButton und Onyx InOpal für Prüfungssituationen. Das sind im Moment drei Namen, die denjenigen, die hier unterrichten, ein Begriff sein dürften. Und schlussendlich, worauf alles weitere hinausläuft, ist eine Grundsatzdiskussion, eine Grundsatzdebatte um den Status von Open Educational Resources. Ich würde in dieser kleinen Reihe zeigen, was es damit auf sich hat, auf was man dabei achten muss und wie vor allen Dingen man Open Educational Resources in die digitale Hochschullehre integrieren kann und vor allen Dingen auch zur Produktion von Open Educational Resources anleitet, sodass wir in eine digital gestützte Wissenschaftskultur hineingehen, in der es vor allem darum geht, gemeinsam Wissen zu erarbeiten und das auch deutlich auszustellen. Ja, vielleicht in diesem Intro noch ein paar Empfehlungen zum Lesen zur Vorbereitung. Zunächst einmal Felix Stalders Kultur der Digitalität. Hier geht es eher um grundsätzliche Vorstellungen, grundsätzliche Fragen, die in denen wir uns auf eine Transformation unserer Gesellschaft vorbereiten, die vor der Wissenschaftskultur nicht Halt machen wird. Und es geht vor allen Dingen speziell um diesen zweiten Teil. Das heißt, dass wir uns klar machen müssen, dass wir hier an einem Punkt stehen, an dem auch ideologische und politische Auseinandersetzungen nicht unwahrscheinlich werden. Ich würde aber dafür werben, dass man in einer Wissenschaftskultur der Digitalität, auf die wird alle Zeichen zeigen darauf, zulaufen, ein Nebeneinander von verschiedenen Ordnungs- und auf Ordnungssystemen, Wissenschaft, Auffassungen von Wissenschaftskultur und vor allen Dingen auch Auffassungen von Hochschullehre akzeptieren und das Beste aus beiden Welten zusammenführen, sodass wir hier in eine produktive Gestaltung der Lehre im Wintersemester kommen. Das Zweite, was ich empfehlen möchte, ist Jürgen Handkes Handbuch Hochschullehre Digital. Das ist jetzt in der dritten Auflage erschienen. Und Jürgen Handke kann hier vor allen Dingen mit einem langjährigen Erfahrungsbonus in die Diskussion einsteigen. Wer sich speziell für die Möglichkeiten der digitalen Hochschullehre interessiert, dem sei dieses Handbuch empfohlen. Zum Dritten, jetzt gehe ich ein wenig in Richtung der Geistes- und Sozialwissenschaften. Philipp Wampflers Digitales Schreiben ist noch nicht erschienen. Von all dem, was man im Moment aus den sozialen Netzwerken von ihm sieht, scheue ich mich aber nicht davor, dieses Bändchen für 6,50 € Ihnen zu empfehlen. Es wird in den Julitagen vermutlich erscheinen und ich bin sehr gespannt auf die Lektüre, denn es geht hier vor allen Dingen um
das Arbeiten mit Blogs, Etherpads, Chats, Wikis und so weiter, wo es vor allen Dingen um das kollaborative Arbeiten geht. Und Philipp Wampfler erläutert neben der Funktionsweise auch das didaktische Potenzial. Insofern ist zu erwarten, dass hier von diesem kleinen Bändchen viel ausgehen wird, das sich auch in der Hochschullehre einsetzen lassen wird und eine Ergänzung zu Jürgen Handkes Handbuch darstellt. Das Letzte in dieser Reihe, auch eine Empfehlung, auch wenn es primär sich auf die Schule orientiert, ist Bob Blumes, sind Bob Blumes 33 Ideen, digitale Medien im Deutschunterricht einzusetzen. Das sind sehr, das ist ein kleines Heft. Das sind sehr konkrete Beispiele, wie man mit digitalen Möglichkeiten spezifische Aufgabenstellungen umsetzt. Etwas zu Zeitbedarfen, Fallstricken, über die man stolpern kann, wenn man so etwas einsetzt. Das ist vor allen Dingen für diejenigen von Ihnen interessant, die tatsächlich ganz konkrete Anwendungsfälle für den Lehrbetrieb suchen. Und das lässt sich wunderbar adaptieren, auch auf die digitale Hochschullehre und zum Beispiel für Portfolioaufgaben im Bereich der Geisteswissenschaften einsetzen oder auch auf andere Fachbereiche übertragen. Aber tatsächlich auch eine Empfehlung, um es in der digitalen Hochschullehre zu adaptieren. Als Letzte, das wird der Fokus sein, dieser kleinen Reihe, auf die wir hinlaufen, nämlich die Frage, wie gestalten wir Open Educational Resources. Das Interessante an Jöran Moos-Meerholz 2018 erschienenem Buch ist, dass es komplett als Open Educational Resource verfügbar ist. Das heißt, selbst die Quelldateien und die Quelldaten sind zur Verfügung gestellt, sodass man einfach damit weiterarbeiten kann. Kann ich nur empfehlen, sich einmal hier zu informieren. Es geht um Rechtssicherheit, wie man das OER selber findet, wie man selber produziert und wie man das Ganze dann verfügbar macht. All das sind Fragen, die uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen werden. Ja, vielleicht noch einmal zurück auf die Ausgangsfrage, das heißt, wo bewegen wir uns, in welchem Rahmen bewegen wir uns? Wir laufen jetzt auf das Ende des Sommersemesters zu. Die Prüfungsphase wird nochmal eine besondere Herausforderung sein. Dann haben wir eine Phase von 3 Monaten bis zum Start des Wintersemesters. Und ich möchte diese kleine Reihe zur digitalen Lehre verstanden wissen als eine möglicherweise einen ersten Informationsanlauf, um zu zeigen, wie man asynchrone Formate in der digitalen Hochschullehre sowohl in der Vorlesung als auch im Seminar als auch in Übungen einsetzen kann. Und freue mich sehr auf Ihre Anregung, auf die Diskussion. Bin gespannt auf Ihr Feedback und halte Sie auf dem Laufenden mit den nächsten Folgen in dieser kleinen Reihe. Ich werde mich wahrscheinlich zuerst beschäftigen mit dem Blended Learning in der Vorlesung und danach zum Seminar weitergehen, sodass wir hier einen schönen Rahmen finden für die Präsentation von Lehre, die Diskussionsbasen von Lehre in einer digitalen Wissenschaftskultur, die ein neues Format und vielleicht eine neue Form von Präsenzlehre für Sie vorstellt und für Ihre Studierenden interessant macht. In diesem Sinne bin ich Ihr Alexander Lasch.